Man hat auch kein Mannequin geholt, was tatsächlich hier mit Modelmaßen das Fußballfeld zum Catwalk macht. Nein, diese Frau weiß, was sie tut. Die hat in ihrer Vergangenheit schon Champions League-Spiele der Männer gepfiffen. Hallo meine Lieben, wir sind mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar und heute sind wir in der Lage zu sagen, übermorgen wird Geschichte geschrieben. Ja, die Deutschen spielen gegen Costa Rica und es geht um alles. Aber die Tatsache, ob wir ins Achtelfinale kommen oder nicht, ist im Grunde genommen nicht das Hauptereignis dieses Tages. Okay, ein weiteres Ausscheiden nach der Vorrunde wäre historisch. Nein, das wäre es nicht. Es wäre eine Wiederholung der Ereignisse von 2018. Was aber historisch ist, und das können wir jetzt schon sagen, das ist Stephanie Frappard. Stephanie, wer? Stephanie Frappard. Sie wird das Spiel pfeifen. Eine Französin steht im Mittelpunkt des historischen Ereignisses. Sie ist die erste Frau, die ein FIFA World Cup Spiel der Männer pfeift. Diese kleine Französin ist aber kein Feigenblatt. Sie ist nicht von der FIFA eingesetzt worden, um zu zeigen, wir sind doch die Guten, wir sind zukunftsorientiert, wir bringen die Frauen dahin, wo sie gehören, in den Mittelpunkt, auf den Spielplatz, auf das Spielfeld, und das tun wir nicht irgendwo. Wir tun es tatsächlich hier, und man hat auch kein Mannequin geholt, was tatsächlich hier mit Modelmaßen das Fußballfeld zum Catwalk macht. Nein, diese Frau weiß, was sie tut. Die hat in ihrer Vergangenheit schon Champions League-Spiele der Männer gepfiffen und sie ist sozusagen die französische Bibi, denn auch wir hatten ja schon mit unserer Bibi eine Fußball-Expertin, die tatsächlich als Schiedsrichterin Bundesligaspiele gepfiffen hat. Ihr erinnert euch, das ist die Frau, der Franck Ribéry die Schnürsenkel während eines Spiels zusammengebunden hat, oder genau genommen vor einem Spiel. Aber sei es drum, kommen wir zurück zu Stephanie. Ich schweife ab. Also sie ist eine Pionierin. Sie macht das schon sehr lange und sie macht das sehr gut. Und sie hat sich den Auftritt auch wirklich verdient. Für mich Grund genug, mich mal mit der Rolle der Frau nicht unbedingt jetzt hier am Donnerstag zu beschäftigen, weil da haben wir wahrscheinlich Grund genug, nach dem Spiel drüber zu reden, sondern zu fragen, welche Rolle spielen Frauen beim Verständnis von uns Jungs beim Fußball? Denn uns wirft man ja immer vor, gerade uns alten weißen Männern, dass wir zum Fußball eine ureigene Beziehung haben und es verteidigen wie die letzte Festung unserer Männlichkeit. Und da haben Frauen allenfalls mit einem bunt geschminkten Gesicht es auf den Zuschauerrängen auszuhalten. Aber bitte lasst doch die Frauen kein Fußball spielen. Doch, lasst sie. Meine feste Überzeugung, Fußball und Frauen gehören zusammen. Und gerade in diesen Tagen stellt man fest, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Martina Voss Tecklenburg, die deutsche Bundestrainerin der Frauen, ist eine profunde Kennerin der Fußballszene. Sie weiß, wovon sie redet, und sie tut es sehr sachlich und sehr unterhaltsam. Sie ist als Expertin tatsächlich eine Bereicherung. Das Ganze gilt übrigens auch für Almuth Schuld, unsere Torfrau, die tatsächlich ebenfalls als Moderatorin oder Co-Moderatorin im Einsatz ist in diesen Tagen. Aber ich möchte auch unsere Fußballerinnen, die als Charaktere in den letzten 2 Jahren ein Profil gewonnen haben, wie Alexandra Popp oder auch Julia Quinn, gar nicht aus dem Rennen nehmen. Das sind mittlerweile Ikonen, Sportsikonen, wie wir sie wirklich brauchen, um diesen Sport in der Breite interessanter und publik zu machen. Denn man darf eins nicht vergessen: Frauenfußball und Deutschland, das ging nicht immer so gut einher. Ich verlinke euch da mal einen Beitrag, den wir dazu gebracht haben. Moment, nein, da verlinke ich ihn euch. Denn wir haben uns schon damit beschäftigt, dass es die deutschen Frauen waren, die keine Siegprämien, sondern ein Kaffeeservice bekommen haben, weil die alten Herren im DFB eine ureigene, ja, eine Sicht der Dinge hatten, die man heute nicht nachvollziehen kann. Da bin ich der Meinung, da muss wirklich ein Umdenken einsetzen. Das hat aber nichts damit zu tun, es zwangsweise und krankhaft zu machen, sondern einfach, weil es keinen Sinn mehr macht. Hört man doch mal zu, was tatsächlich 1955 das Ergebnis einer DFB-Sitzung war. Und lasst euch bitte die Formulierung auf der Zunge zergehen. Wir fassen nochmal zusammen, was damals in der Begründung des DFB stand und warum man Fußball auf nationaler oder internationaler Ebene verboten hat. Und zwar sagte man damals, und ich zitiere wörtlich aus der Begründung, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes
im Wesentlichen fremd sei. Im Kampf um den Ball verliere man die weibliche Anmut und es käme zu einem Verlust und einem Schaden an Körper und Seele. Mann, Mann, Mann. Da war wirklich ein Umdenken zwingend notwendig. Ich habe auch kein Problem mit weiblichen Moderatoren oder Reportern, die das Thema Fußball mundgerecht servieren, solange sie wissen, wovon sie reden. Das gilt aber für ihre männlichen Kollegen ganz genauso. Schlimm ist es, wenn derjenige am Spielfeldrand keine Ahnung davon hat und eher über Synchronschwimmen berichten sollte. Aber das hat nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Einige von euch werden sich noch daran erinnern, wenn sie so alt sind. 1973 war es, als tatsächlich der legendäre Ausspruch im Sommerloch für ein Beben in Fußball-Deutschland sorgte. Schalke 05. Bei jedem männlichen Kollegen wäre das ein einfacher Versprecher gewesen. Nicht so bei Carmen Thomas. Sie moderierte damals ein halbes Jahr lang das Sportstudio, als es zu diesem Fauxpas kam. Und sie hat man wirklich dahingesetzt und sie kam dazu wie die Jungfrau zum Kind, weil man hier tatsächlich zeigen wollte, wie weltoffen man ist. Wir reden über die 70er Jahre und sagte, eine Frau würde dem aktuellen Sportstudio ganz gut tun. Und sie hatte von Anfang an mit erheblichem Widerstand zu kämpfen. Und dann passiert so etwas, was dann für die Männer ein Problem war. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier gilt, Leute, Schwamm drüber. Mir geht es zum Beispiel jetzt Donnerstagabend darum, dass Stephanie die Pfeife so einsetzt, dass wir Spaß am Spiel haben. Und wenn das Spiel in die Hose gehen sollte, dann glaube ich nicht, dass wir Stephanie anlasten können oder sollten. Aber darüber reden wir am Freitag. In diesem Sinne, habt viel Spaß beim Fußball oder auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sehen und hören uns wieder. Ciao for now, euer Chris.